Herzlich willkommen! Wir zeigen Ihnen detailliert, wie man bei 3T Motors Rollladenmotoren mit mechanischen Endschaltern die Endlagen einstellt und was dabei zu beachten ist. Diese Anleitung können Sie für folgende Motortypen verwenden. Wir haben einen Funkrollladenmotor mit mechanischen Endschaltern verbaut und zeigen Ihnen nun, wie Sie mit Hilfe des Einstellstiftes die Endschalterschrauben richtig einstellen. Am Motorkopf befinden sich neben den Endschalterschrauben Markierungen. Die Pfeile nach oben und unten geben die Drehrichtung von Motor und Welle an und zeigen Ihnen so, ob die Endschalterschraube daneben für die obere oder untere Endlage zuständig ist. Für die Endschalterschraube auf der anderen Seite des Motorkopfes gilt das Gleiche. Bei allen Mini-Rollladenmotoren für SW40-Wellen sowie bei den Kurzmotoren für SW60-Wellen sind die Endschalterschrauben nur auf einer Motorseite. Die Pfeile mit Plus und Minus gelten für beide Endschalterschrauben und zeigen Ihnen, in welche Richtung Sie mit dem Einstellstift drehen müssen, um den Motor früher oder später abzuschalten. Drehen Sie die Endschalterschraube nach Abschaltung in Richtung Plus, wird der Motor schrittweise in die entsprechende Richtung weiterfahren. Drehen Sie die Endschalterschraube während der Fahrt in Richtung Minus, wird der Motor früher abschalten. Hier sehen Sie die unterschiedlichen Einbausituationen mit den entsprechenden Zuständigkeiten der Endschalterschrauben für obere und untere Endlage sowie die Drehrichtung für Plus und Minus im Überblick. Zur Einstellung der unteren Endlage hängen Sie zuerst die Aufhängerfedern aus. Die Endlageneinstellung ohne Rollladenpanzerlast führt zu einer stärkeren Wärmeentwicklung im Motor. Das ist ein normales Verhalten und hat keine Beschädigung des Motors zur Folge. Bei zu starker Erhitzung wird automatisch der Thermoschutzschalter des Motors ausgelöst. Nach einer Abkühlphase von mindestens 10 Minuten ist der Motor wieder betriebsbereit. Lassen Sie den Motor in Abwärtsrichtung fahren, bis er an seiner unteren Endlage automatisch stoppt. Als nächstes fahren Sie den Motor nach oben und stellen mit Hilfe der entsprechenden Endschalterschraube durch Drehung in Richtung Minus die obere Endlage so ein, dass der Motor nach ca. 4 Umdrehungen stoppt. Fahren Sie jetzt den Motor wieder nach unten zur unteren Endlage. Falls die Welle zum Einhängen der Aufhängefedern ein wenig gedreht werden muss, drehen Sie mit dem Einstellstift an der Endschalterschraube für die untere Endlage Richtung Plus. Die rechteckigen Öffnungen in der Welle sollten nach vorne zeigen. Hängen Sie danach die Aufhängerfedern wieder ein. Zur Einstellung der oberen Endlage lassen Sie den Motor als nächstes aufwärts laufen, bis er an der zuvor eingestellten oberen Endlage automatisch stoppt. Zum Nachstellen der oberen Endlage können Sie nun mit dem Einstellstift an der entsprechenden Endschalterschraube durch Drehung in Richtung Plus den Motor weiter hochfahren lassen. Die obere Endlage sollte so eingestellt werden, dass der Rollladen ca. 3 cm vor dem Rollladenkasten stoppt. Der Grund ist die Ausdehnung des Rollladens durch den Temperaturunterschied im Sommer und Winter. Testen Sie noch einmal zur Sicherheit die eingestellten Endlagen, bevor Sie den Rollladenkasten wieder schließen. Schließen Sie nach der Einstellung des Motors als letzten Arbeitsschritt den Rollladenkasten. Die Einstellung
Der oberen und unteren Endlage ist jetzt fertiggestellt. Falls Ihnen unser Einstellungsvideo gefallen und weitergeholfen hat, dann hinterlassen Sie uns doch einen Daumen nach oben. Schreiben Sie uns einen Kommentar oder teilen Sie unser Video. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.